Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mal zeigen, wie man ganz schnell schöne kleine Geschenke oder Geschenkanhänger herstellen kann. Kleine Schätze, ich nenne sie so, weil sie einfach klein, fein und wunderschön sind. Im Allgemeinen werden sie als Tags bezeichnet, weil man sie als Anhänger auch an Geschenke dran machen kann. Hier ein paar Beispiele. Am Ende des Anleitungsvideos zeige ich noch mehr Beispiele, könnt ihr euch dann in Ruhe angucken. Ich habe diese Papp-Tags bei La Blanche entdeckt im Shop. Das sind so vorgestanzte, die braucht man nur noch aus dem Bogen rauslösen. Eventuell, weil die oben so filigrane Spitzenausstanzungen haben oder Lasercuts oder wie auch immer man es nennt, ich glaube es sind Ausstanzungen, muss man da hier und da ein paar noch mal ein bisschen nacharbeiten. Die sind noch hängen geblieben in den Schnörkeln. Aber es sind wirklich sehr feine, sehr schöne Schnörkel. Und so hat man schon fertige Unterlagen für die Tags und kann relativ schnell loslegen. Als erstes habe ich die Tags mit Antikweiß angemalt. Ich nehme einen ganz weichen Pinsel und wenig Farbe, dann kann man auch oben über die Spitze drüber pinseln, ohne dass jetzt da Löcher zugeschmiert werden oder wieder freigekratzt werden müssen. Einfach locker in Cremeweiß oder in Antikweiß, ich habe jetzt Antikweiß genommen. Egal von welcher Firma, ob ihr jetzt ein Cremeweiß oder ein Antikweiß von Pentart nehmt. Ich habe jetzt von Rustoleum, da kaufe ich mir immer große Dosen. Mit Kreidefarbe und schütte mir dann immer so ein bisschen in irgendeinen Plastikbehälter oder in so einen Quarkbehälter. Gut trocknen lassen und sollten sie sich ein bisschen verbiegen, das ist halt bei Pappe leider schon mal der Fall, durch die feuchte Farbe, dass es sich ein bisschen verbiegt. Ist aber eigentlich gar kein Problem. Ich zeige euch jetzt hier mal, noch bevor sie bearbeitet sind, wie ihr die wieder gerade bekommt. Das müsst ihr bloß einen Heißluftföhn nehmen und müsst die warm machen. Mehr ist das nicht. Wenn die warm werden, werden die meistens von alleine glatt. Ansonsten legt man sie oder drückt sie ein bisschen zusammen und dann hat man die direkt wieder glatt. Aber ich würde das machen, nachdem ihr die bearbeitet habt, zum Beispiel mit Dekoupagepapier oder ein anderem Papier. Ich habe mir dann zu den Tags immer passend was rausgesucht, so Reststücke von Reispapier, Dekoupagepapier oder auch die Rub-Ons von La Blanche, die hier, da hatte ich noch so ein paar kleine übrig. Ihr könnt auch die Wassertransfers nehmen, die neuen, die ihr da drauf macht. Einfach mal gucken, was so an Reststücken vorhanden ist und dann die Tags damit bearbeiten. Ich arbeite hier mit Dekoupagekleber, dem ganz normalen, einfachen Dekoupagekleber und mache erstmal diese Sachen fertig. Hier hatte ich noch ein paar Rub-Ons, diese wunderschöne Blumenfrau, passte auch wunderbar auf den Tag drauf.
Nachdem die Tags wieder getrocknet sind, habe ich gerade bei dem Reispapier, da habe ich immer noch so ein bisschen Überstand. Das mache ich jetzt mit einem Schleifpapier weg. Ich gucke, ob irgendwo was noch bearbeitet werden muss, noch schön gemacht werden muss. Und wie gesagt, halt einfach mit einem Schleifpapier die Ränder abschleifen, die Überstände von den Papieren wegschleifen und die Tags so vorbereiten, dass man sie dann als nächstes wunderbar verzieren kann. Sollte irgendwo eine Ecke abgegangen sein oder nicht richtig geklebt haben, kann man das mit Decoupagepapier, mit Decoupagekleber oder auch einfach mit einem anderen Klebestift. Ich habe jetzt hier Expresskleber genommen, einfach ein bisschen Kleber drauf und fertig. Es kommt halt schon mal vor, dass sich wieder ein bisschen was löst, vor allen Dingen, wenn man das bearbeitet. Aber das ist ja für uns Bastler alles kein Problem. Man kann auch jetzt noch die Tags, wenn sie ein bisschen verbogen sind durch den nassen, feuchten Decoupagekleber, kann man die auch jetzt noch wieder gerade biegen. Wie gesagt, einfach nur mit dem Heißluftföhn dran. Nicht zu heiß machen, dass was verbrennt. Schön warm machen, die werden dann meistens automatisch schon wieder glatt und flach oder dann ein bisschen glatt und flach andrücken. So, als nächstes geht es weiter in der Resteverwertung. Und zwar habe ich mir hier so Reststücke von Bordüren von Dart Elastic rausgesucht, die ich jetzt passend für die Tags schneide. Verschiedene Größen, verschiedene Ausführungen. Da muss man einfach gucken, was einem gefällt, wie man das gerne gestalten möchte. Nur durch diese Bordürenstücke hat man natürlich schon fast dieses Tag fertiggestellt. Da braucht es nicht mehr viel. Es sieht vor allen Dingen dann auch sehr edel aus. Ich habe die anschließend alle weiß gestrichen, also auch Creme oder Antikweiß, genau wie die Tags. Und könnt ihr natürlich auch eine andere Farbe nehmen, wenn ihr die Tags jetzt mit einer anderen Farbe grundiert habt. Kann man die natürlich auch noch in passend zum Decoupagepapier oder zu dem Motiv auf dem Tag, kann man natürlich dann auch passend anstreichen. Ich habe mir gedacht, dadurch, dass ich die Tags alle in Creme oder Antique Weiß gestrichen habe, streiche ich die ganzen Abschnitte, die ganzen Stücke von dem Dart Elastic Wood Bordüren auch in Creme Weiß bzw. Antique Weiß. Nachdem ich sie dann alle nach dem Trocknen beklebt habe, verziert habe, geht es jetzt weiter mit der Dekoration.
Da ist eurem Geschmack natürlich keine Grenzen gesetzt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so eine kleine Amphore aufgeklebt in Gold. Die bekommt jetzt ein Blumenbouquet obenan draufgeklebt. Ob ihr jetzt einfach einzelne Strassornamente draufklebt, ob ihr mit Resin gegossene Kleinteile draufklebt, Schmuckstücke. Das ist ganz euch überlassen. Einfach ein paar Blumen drauf, ein Capuchon mit drauf. Bei der Uhr habe ich zum Beispiel ein Capuchon draufgeklebt. Das war alles, aber die Uhr sieht dadurch natürlich toll aus, dreidimensional aus. Ja, ich kann jetzt hier und möchte jetzt auch hier nicht meinen Geschmack endlos beschreiben. Ich habe einfach die Kamera mitlaufen lassen. Ihr guckt euch das an, wie ich das gemacht habe und entscheidet dann, wie ihr das gerne bei euch machen möchtet. Ihr könnt natürlich auch die Bordüre noch ein bisschen mit Gold wischen, wenn euch das gefällt, wenn es zum weiteren Deko passt. Das ist euch, wie gesagt, ganz überlassen. Ihr könnt es ja auch mit anderen Farben ein bisschen in Trockenwischtechnik bearbeiten, dass es wieder zum Motiv passt, wie ihr das möchtet. Hier zum Beispiel klebe ich jetzt einfach ein Metallteil oben auf. Das reicht mir schon vollkommen aus als Deko.
Und jetzt kommen die ganzen Beispiele. Ich mache mir immer direkt jede Menge fertig, weil ich die dann immer zur Hand habe, um an Geschenke zu hängen oder zum Verschenken eine Kleinigkeit. Hier ist die Amphore mit den Blumen. Bei der Blumenfrau hier habe ich vorne mit einem der Rest der Stücke, die noch mit auf den Text mit war, habe ich da noch so wie so einen kleinen Balkon davor gemacht. Hier habe ich einfach ein Schmuckstück gegossen mit einer Resin aus einer Silikonform. Hier ein Wassertransfer von La Blanche. Reststücke vom Reispapier, Elfen und ein paar kleine Röschen drauf. Auch ein Reispapier mit einer wunderschönen, edlen Stoffblume. Bei der Uhr habe ich einfach nur ein Glascapuchon aufs Ziffernblatt geklebt. Dadurch kommt natürlich eine tolle Dreidimensionalität zustande. Könnt ihr hier sehr gut sehen. Wie schon gesagt, lasst eure Fantasie freien Lauf und gestaltet, wie ihr das gerne möchtet. Es ist immer ein wunderschöner kleiner Schatz, den man da verschenkt, ein selbstgemachter Schatz, den man verschenkt oder an ein Geschenk dran heftet. Ja, das waren dann schon die Beispiele, die ich gemacht habe. Ich wünsche euch wie immer eine wunderschöne kreative Zeit.